Willkommen zurück zu Resident Evil Code Veronica X. So, wir haben eine AK gefunden, aber um die zu benutzen, brauchen wir erstmal wieder Platz. Und das werden wir jetzt erstmal machen. Wir werden uns Platz schaffen. So, wenn ihr wieder aufsteht, kriegt jetzt erstmal wieder... Ja, eine... Mit dem hier. Jetzt ist er ganz platt. So, ihr habt hier schon gesehen, wie viel Schuss der gebraucht hat. Also auf jeden Fall, den wollen wir benutzen. Diese Schüssel benötigen sie nicht mehr. Okay, ja. Dann schauen wir uns erstmal hier drin rum, bevor wir jetzt erstmal wieder zurück zur Kiste gehen und alles mögliche ablegen. Schauen wir uns erstmal hier drin um. Ja, ganz vorsichtig. Ihr könnt jetzt nur so vom Gegner wimmeln. Könnte es. Könnte es, aber gerade im Moment ist es nicht so der Fall. Munition gibt es jede Menge. Das freut mich schon, aber ich glaube, ich... Ja. Hunde. Drecksköter. Die Schalttafel hat keinen Strom. Ich muss zuerst den Generator aktivieren. Okay. So mache ich erstmal gar nichts, denn ich habe erstmal keinen Platz mehr für irgendetwas. Okay, ich kann im Kreis laufen, habe ich jetzt bemerkt. Und die liegt überall. Krass. Okay, ich muss hier auf jeden Fall wieder zurückkommen und ich brauche hier auf jeden Fall Platz. Denn hier liegt überall. Also das heißt, hier hinten. Also hier liegt auf jeden Fall was. Hier liegen grüne Kräuter. Hier liegt eins. Fuck you, sag ich dir, Mann. Und hier liegen auch noch welche. Krass. Also lass uns erstmal hier rausgehen. Hierzu kommen wir erstmal später wieder. Da liegt nämlich auch noch wieder ein grünes Kraut. Also hier brauchen wir auf jeden Fall, sag ich mal, eine Menge Slots. Granatenwerfer legen wir weg, den brauchen wir nicht. Speichermedien brauchen wir nicht. Und ich möchte nur mal kurz schauen, was sich hier hinten verbirgt. Mhm. So eine Art Maschinenraum hier, was zur Hölle ist das? Giftgas, im Notfall das Ventil schließen. Okay, das war ja auch zu krass gewesen. Ist okay. Lass uns erstmal wieder zurückgehen. Ein paar Sachen ablegen, damit wir auch mal wieder so ein schönes Heilungsspray formen können, sag ich mal. Zusammen, schön zusammenmischen können. Ein paar Kräuter. Das sieht doch sehr gut. Oh, ich bin wahrscheinlich an der Tür schon vorbei. Das war die Tür. Jetzt sind schon mehrere Motten da. Ja, geil. Drecksmotten, hey, echt. Wir brauchen die. Vergiftet. Ja gut, aber draußen gibt es, ja, blaue Kräuter, die man so gleich nehmen kann. Das werden wir wahrscheinlich auch machen.
So, wir brauchen auch die AK, brauchen wir auch noch. So, ich würde sagen, das ist jetzt erstmal überflüssig. So, auf jeden Fall zusammen mischen kurz mal. So. Nehmen wir mal kurz dieses blaue Kraut mit. Nehmen uns die AK mit. Haben wir da noch die grünen Kräuter mit. Dann müsste das eigentlich passen. Ja klar. Watzenviech, sage ich dir mal. Ja. Jetzt schlüpft dieses Viech, dieses Watzenviech auch noch auf. Ich weiß gar nicht, wie ich es platt kriege. Da muss ich kurz durch. A Weapon. Ja, da war das. Hier war das AK. Ich glaube, 4 grüne Kräuter habe ich da gesehen. Also bin mir sicher, dass ich da 4 grüne Kräuter gesehen habe. Das ist gut, denn eins könnten wir dann schon gleich nehmen zum wieder heilen. Ja, und eins könnten wir und wieder zusammenmischen. Dann hätten wir wieder ein Heilungsspray. Das Sturmgewehr. Jawohl, Bitch. Sollen sie kommen? Ich glaube, das Sturmgewehr. Ich habe ja das Glück schon mal gehabt, dieses Spiel durchzuspielen. Und bin mir sicher, noch einen beschissenen Gegner zu haben, der wirklich hartnäckig ist. Und dafür würde ich mir, glaube ich, das Sturmgewehr aufbewahren. Dummkopf. Den Schalter betätigen. Keine Stromzufuhr. Okay, wir müssen erstmal den Stromzufuhr aktivieren und der ist hier oben. So, dann gibt es erstmal wieder ein Heilungsspray gleich mal wieder. Das ist das erste Mal gleich mal. Das ist das Wichtigste, dass wir erstmal. Wir müssen ja vorsorgen schon. So. Hier sind ja nicht mal die Zombies das Problem, sag ich mal. Hier ist ja das Problem eher. Warte, bevor wir das aktivieren, holen wir uns erstmal alles, was wir brauchen. Und zwar haben wir hier ein grünes Kraut zum Mitnehmen. So ein rotes Kraut war natürlich noch legerer noch. Jetzt noch dazu. Aber gut. Bis jetzt habe ich nur 2 rote Kräuter gekriegt. Entweder sind sie sehr, sehr gut versteckt oder ich bin einfach blind. Weiß ich auch nicht. Und hier war nochmal eins. Wo war das? Hier bei dem Hund. Da, wo der Hund war. Hier. Auch nochmal eins. Hier in der Kälte wachsen viele grüne Kräuter, muss ich sagen. Sieht doch wieder gut aus für uns. Ja, so. Geht langsam wieder bergauf. Das ist so bei Resident Evil. Mal geht's bergauf, mal geht's bergab. Man verpulvert kurz alles. Vor allem hier bei Code Veronica ist es ganz extrem. Der Strom wurde wieder hergestellt. Den Strom verteilen? Ja. Stromversorgung läuft bereits. So, jetzt könnten wir doch wahrscheinlich diesen Strom oder dieses Ding da laufen lassen. Dieses Laufband drüben. Wahrscheinlich. Sieht doch heller aus hier drin, oder? Sieht so aus, als ob das Licht hier an wäre. Erstmal den Strom einschalten. Was zur Hölle ist das? Die Kontrolltafel für die Strommaschine. Hebel umlegen, ja. Was zur Hölle? Meine
Tarnung. Anti-BOW-Gas. Vorsicht beim Transportieren. Okay, gut. Jetzt? Ja, was will ich jetzt? Was muss ich jetzt machen? Irgendwas muss ich doch jetzt tun. Aber was? Irgendetwas muss ich machen. Gibt es vielleicht noch mehrere Hebel oder sowas? Ich weiß es nicht. Anti-BOE, ja, Vorsicht beim Transportieren. Ja, wie soll ich das Ding jetzt transportieren? Ist nur ein Zombie, oder? Die Sortiermaschine schickt Güter in die Lager. Okay, da schickt die Güter in die Lager, aber... Eine Warnung. Anti-BOW. Vorsicht beim Transport. Auch wenn ich hier drauf drücke, kommt das Ding einfach wieder zurück. Es kommt einfach wieder zurück. Das ist krass. Muss ich vielleicht irgendwo noch etwas... Lass mal auf die Karte schauen. Okay, habe ich vielleicht irgendwas übersehen. Jetzt, wo der Strom vielleicht an ist, könnte ich doch vielleicht... da oben etwas machen. Vielleicht. Glaube ich weniger, aber noch mit 8 Decken. Hier ist ein Warnhinweis. Giftgas im Notfall das Ventil schließen. Ich komme gerade gar nicht mehr klar. Ich weiß selber nicht, was ich da machen soll. Uns fehlt noch dieser Zünder. Vielleicht, warte mal, vielleicht haben wir den Zünder. Ich muss noch mal kurz rein in diesen Weapon. Ich glaube, den Zünder haben wir doch in der Hand, oder? Das ist doch ein Zünder, was wir in der Hand haben. Ist das nicht ein Zünder, was wir dabei im Inventar haben, oder? Ich habe keinen blassen Schimmer. Also, ich meine an. Eine Magnum ist zu sehen. Feuer versperrt den Weg. Ich kann sie nicht holen. Unser Feuerlöscher ist natürlich leer. Irgendwo müssen wir jetzt wahrscheinlich unseren Feuerlöscher wieder. Aufladen können. Ich weiß nicht, ob es hier ist. Ich glaube nicht. Nee, scheint wohl nicht hier zu sein. Okay. Wo kann ich denn meinen Feuerlöscher wieder aufladen? Irgendwo muss es doch hier aufladbar sein, hier mein Feuerlöscher. Aber wo? Das ist ja leer. Ich glaube weniger, dass es einen neuen Feuerlöscher gibt. Ich glaube eher, dass man irgendwo den Feuerlöscher auffüllen kann. Glaube ich eher. Was ist denn hier? Sieh meine an.
Ach, das war eine scheiß Türe, Mann. Ja, klar doch. Blöde Fotzenviecher hier, echt. So, jetzt warten wir mal, bis die scheiß Eier ausschlüpfen hier. Liegen Eier an, widerlich alles. Ich dachte, hier wäre eine Türe hier. Lass mal schauen. Hier unten, glaube ich, hätten wir erstmal alles. Soweit, so gut. Eine Tür ist verschlossen. Dafür brauchen wir aber den richtigen Schlüssel. Den haben wir leider nicht. So schön, wir sind nur von Zombies. Ey, gleich mal wieder raus hier. Hier war natürlich nichts Großartiges. Hier waren nur Zombies. Vielleicht sind diese scheiß Motten jetzt auch wieder weg hier unten. Bin vergiftet. Kacke. Nein. Hier hört es niemals auf mit diesen scheiß Motten wahrscheinlich. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann. Hey, das gibt's doch nicht, hey. Hey, das ist doch zum Kotzen, hey, mit diesen Viechern, hey. Wir haben wieder vergiftet, oder? Ah, diesmal nicht. Gibt es hier noch irgendwas zu tun? Irgendetwas? Ich hab kein Schlüsselloch. Was verschieben. Ja klar. Jetzt weiß ich auch, wo diese scheiß Geräusche kommt. Oh, eine Maus. Ja, wenn sonst nichts ist. Was zur Hölle ist das? Brief des Butlers. Werter Sir Alfred, bitte verzeihen Sie, dass ich Sie durch diesen Brief von meinen abrupten Abreise in Kenntnis setzen muss. Ich habe bereits Ihrem Vater gedient, Lord Alexander, und habe entsprechend lange an den Freuden und Sorgen der Ashfords teilhaben dürfen. Lord Alexander verschwand vor fast 15 Jahren, unversehens, und dann kostet ein Unfall bei einem Experiment unsere geliebte Alexia das Leben. Ihnen wurde die Verantwortung als Familienoberhaupt schon in sehr jungen Jahren auf die Schultern gelegt und sie verlor fast den Verstand, als ihnen all ihrem Verwandten genommen wurde. Ich konnte nichts tun, um ihnen zu helfen und fühlte mich völlig hilflos. Ich dachte erst daran, mich zur Buße umzubringen, doch dann wurde mir klar, dass diese eine Beleidigung für Lord Alexander und Alexia dort in der anderen Welt gewesen wäre. Scott Herman, Butler des der Familie Ashford. Sie haben eingeheftet Brief des Butlers. Hier ist ein Schalter. Das ist doch super. Was zur Hölle? Okay. Ein Dings reicht ja nicht. Blumentopf. Was können wir jetzt mit dem Blumentopf machen? Warum ist hier einfach so ein stinknormaler Blumentopf? Ein Blumentopf. Es sieht nach. Er sieht an sich gewöhnlich aus. Sie meine an. Irgendwas wurde aufgeklebt. Der Blumentopf ist ja unwichtig. Maschinenraumschlüssel. Jawohl.
Der Maschinenraumschlüssel. Hier ist aber liegt doch was. Kann ich das vielleicht nehmen? Ist das vielleicht irgendeine Notiz? Nein, ist nicht. Das ist keine Notiz. Gut zu wissen, dass normale. Oh. Also ich glaube. Ja, benutzen wir erstmal diese 7% von uns hier nochmal. Speichern wir auch gleich mal lieber ab. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Speichern wir hier ab und machen auch langsam mal einen kleinen Cut wieder. Wie es weitergeht, das seht ihr doch im nächsten Video, Leute. Okay? Also haut rein. Bis zum nächsten Mal.